Hallihallo, ich bin wieder unterwegs auf meinem Berg, unten im Tal stürmt's und hier oben ist es recht ruhig. Mal gucken, wie es ist, wenn ich um die Ecke komme, aber hier ist alles ruhig und friedlich, sehr schön. Ja, jetzt bin ich den Berg hier hochgejoggt und nehme dich einfach gerade mal wieder mit. Denn mir ist jetzt die letzte Zeit einiges bewusst geworden, dank meiner Pflichtauszeit sozusagen, die zu meiner Wunschauszeit wurde. Und ich mir bewusst geworden bin, dass ich ja die Schnauze voll habe vom Helfen wollen. Ich habe, ja, es hat mich immer glücklich gemacht und macht es mich auch immer noch, wenn ich Menschen helfen kann. Und wenn ich Menschen unterstützen kann auf ihrem Weg. Aber ich habe genug selbst, wobei ich mir helfen darf. Und ich werde keinen mehr meine Hilfe einfach so anbieten, wenn sie nicht bereit dazu sind. Und vor allem, ja, nein, wenn sie nicht bereit dazu sind. Das heißt, ich lebe einfach mein Leben, raw and real, mein Leben, und den ich damit inspiriere, dem ich damit helfe, der sich angesprochen fühlt und mitkommen möchte auf diesem Lebensweg, in dieser, ja, in dieser Kultur, die ich lebe, der ist herzlich eingeladen. Und dem helfe ich natürlich auch gerne. Der aber, der gerne seinen Weg gehen möchte und ja, der dem was anderes gut tut, ist natürlich auf seinem Weg herzlich willkommen. Und so laufe ich hier. Ich nehme dich mit zum Joggen durch den Wald. Sorry, wenn es dir jetzt schwindelig wird bei dem Gehüpfe hier. In meinen Hunde-Ausgeh-Klamotten, in meinen Wald- und Feld- und Wiesen-Klamotten, die alles andere als sauber und gut sind. Und ja, nehme dich mit in mein tägliches Leben. Damit fange ich auch an, jetzt am Montag, denn ich lebe ja schon seit knapp 20 Jahren von der Rohkost, aber nichtsdestotrotz sind wir alle immer wieder Umweltgiften ausgeliefert. Und diese dürfen auch immer wieder rausbefördert werden. Beziehungsweise, die führen auch dazu, dass unser Körper immer wieder verschlackt und auch sich wieder rückvergiftet. Und das ist wichtig, dass die ausgeleitet werden, und sie führen auch zu einer Übersäuerung. Deswegen ist es auch wichtig, den Körper wieder zu entsäuern. Und so ist es gut, wenn man das alle vielleicht ein paar Mal im Jahr macht. Und es ist ganz, ganz leicht. Das kann jeder. Und es tut jedem gut, beziehungsweise auf die Punkte, wo man drauf achten muss, die sage ich euch dann. Und ich mache das in meiner Facebook-Gruppe, die heißt Sag Ja zu dir. Und dort teile ich einfach meine Erfahrungen, und wir machen das zusammen und wir haben einfach eine schöne Zeit miteinander. Denn zusammen macht der Lebensweg mehr Spaß. Zusammen kann man Herausforderungen besser meistern. Zusammen kann man die Freude besser teilen und die Trauer gemeinsam teilen. Also von daher, lass uns wieder eine schöne Gemeinschaft sein, unseren Tribe zusammenrücken und gemeinsam vorwärts gehen. Komm doch einfach vorbei in unsere Gruppe, sei ein Teil davon
und begib dich einfach mit auf diese schöne Lebensreise. Gemeinsam Schritt für Schritt in eine bessere Zukunft. Bis dann, ich freue mich auf dich. Ach, und wenn es dir gefällt und du davon ja, mehr haben möchtest, mitgenommen werden möchtest, lass mir einen Daumen hoch da. Ich habe noch die Leinen hier an der Hand. Und ich freue mich auf dich. Gerne kannst du natürlich auch Freunde mit einladen und mitbringen oder deine Familie. Es ist einfach immer schön, wenn man Menschen im Umfeld hat, die da auch mitgehen können und mitmachen können. Und nicht nur immer alles online stattfindet. Auch wenn das durchaus seine Vorteile hat. Und wir werden sicherlich auch noch viel gemeinsam online feiern. Denn es ist unglaublich, was alles möglich ist. Ja, genau. Also, ich freue mich auf dich. Und lass mir deine Kommentare da, wenn du möchtest, was dich interessieren würde und wo du vielleicht noch mehr drüber wissen möchtest. Und so gut ich kann, gehe ich da natürlich auch gern drauf ein. Bis dann. So long.